Herr Kropka? Nein, nein, nein. Keine Sorge, Sie sollten doch wissen, dass Sie von uns nichts zu befürchten haben. Dieser Herr hatte allerdings hier auf Sie gewartet, um Sie mit dieser Pistole zu erschießen. Es wäre undankbar gewesen, es zuzulassen. Man hat Sie in eine Falle gelockt. Und Sie haben? Nein, 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 nein. Diese Dinge erledigte man Nils, und Gott sei Dank rechtzeitig. Sie sind nicht aus München abgereist, nein, sondern nicht. Sie sind uns gefolgt. Wir fuhren nach Genua, Sie wussten es und Sie wussten auch warum. Sie bestellten telegrafisch Zimmer in Bellevue. Warum? Hohmann hat dort gewohnt und wir wollten, dass Sie es erfahren. Wir wissen überhaupt eine ganze Menge und Sie haben uns sehr dabei geholfen, wenn auch natürlich ohne es zu wollen, aber ich bin Ihnen trotzdem sehr dankbar dafür. Ich biete Ihnen noch einmal die $10.000 an, auf die Sie ja gewissermaßen ein Recht haben. Es können noch mehr sein. Sagen Sie mir endlich! Wo ist mein Vater und was ist mit ihm? Bedauere. Aber Sie wissen es doch. Ja, ja, natürlich, aber Sie müssen es verstehen. Es ist nicht meine Sache. Was ist mit diesem Schiff? Nichts. Sie sehen doch. Nichts. Ich gebe Ihnen nur einen Rat. Gehen Sie weg aus Genua, und zwar sofort. Ich kann Ihnen nicht noch einmal helfen. Ein Boot kommt. Wir müssen weg. Zum Haus zurück. Irgendwo muss Ihr Vater ja sein. Zu verkaufen? Das ist doch nicht möglich. Aber man kann doch nicht in so kurzer Zeit ein Haus ausräumen. Sie sehen, bei denen ist alles möglich. Verzeihen Sie, ist Fräulein Jung nicht mehr hier? Nein, sie hat gekündigt. Von einer Sekunde auf die andere. Sie hat alles eingepackt und ist gegangen. Wissen Sie, wohin sie gegangen ist und warum? Nein, ich habe sie gefragt, aber sie hat nichts gesagt. Vielen Dank. Die Leute reagieren schnell. Ja, aber wer? Babek. Der Mann, der sich Babek nennt. Ihr Vater ist vielleicht nicht ganz so unbeteiligt, wie wir uns gedacht haben. Es ist allerdings merkwürdig, dass er wochenlang mit dem Mädchen in dem Haus da oben wohnte und dennoch dieses Zimmer behielt. Wozu? Zur Beruhigung seiner Auftraggeber oder wozu? Wissen Sie, was man von hier aus sieht? Die Calasetta. Ja, natürlich ist sie das. Schauen Sie mal, da vorne, neben dem Lagerhaus. Man sieht genau aufs Deck. Sagen Sie, was für Apparate hatte Ihr Vater? Auch Teleobjektive? Ja, natürlich. Die Polizei hat alle Apparate, die er mit hatte, zurückgeschickt. Auch ein 1000-mm-Objektiv. Ein 1000-mm-Objektiv? Vielleicht ist es das, was Sie wollten. Fotos von der Calasetta. Man müsste ein Fernglas haben. Vielleicht hat der Portier eins. Hallo? Hallo, wer ist da? Da ist jemand am Telefon, aber er meldet sich nicht. Hallo? Vater? Marianne. Unternimm nichts. Ich flehe dich an, unternimm nichts. Wo bist du? Bleib im Zimmer, rühr dich nicht vom Fleck. Du bist in Lebensgefahr. Marianne. Wir sehen uns morgen ganz früh. Playa Nova, Kabine 75. Playa Nova, was ist das? Sag mir doch, wo du bist. Ich muss jetzt Schluss machen. Du, ich kann nicht mehr. Vater. Hallo? Ich sehe ihn morgen. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, was es für Sie bedeutet, obwohl... Was? Es fällt mir immer schwerer zu glauben, dass er an gewissen Dingen ganz unschuldig sein soll. Ja, ja, ich weiß, aber er wird mir sicher alles erklären können. Ihnen? Wieso Ihnen? Sie glauben doch nicht, dass ich Sie allein gehen lasse. Aber er hat nur von mir gesprochen.
Es wäre ganz falsch. Wenn ich mitkomme? Ja. Nein. Ich kann Sie unmöglich allein gehen lassen, auf keinen Fall. Ja, aber wieso? Nein. Sie wissen doch, mit was für Leuten wir es zu tun haben. Die schrecken doch vor nichts zurück. Das ist doch mein Vater. Verstehen Sie denn nicht? Ich würde mir ewig Vorwürfe machen, wenn irgendwas passiert. Vorwürfe? Ja, Vorwürfe. Warum betonen Sie es? Es ist mir nicht gleichgültig, wenn mit Ihnen irgendwas passiert. Nein? Ich gehe jetzt zum Portier. Vielleicht hat er ein Fernglas. Hm? Können Sie was erkennen? Ja, Licht auf der Calasetta. Merkwürdig. Wie ausgestorben war der Kahn. Jetzt lebt er. Nachts. Warum laden die nachts? Auf Ihr Wohl, Fräulein Jung. Du trinkst nicht? Nein. Was ist denn los, Fräulein Jung? Was bringt Sie denn plötzlich so aus der Fassung? Das wissen Sie sehr gut. Aber Erich hat mir fest versprochen... Er hält seine Versprechen nur, wenn es ihm passt. Und wenn er es für zweckmäßig hält. Zweckmäßig, Fräulein Jung. Sie taten doch auch nur, was Sie für zweckmäßig hielten, ne? Also bitte, ja? Pardon. Monsieur? Oh ja, Entschuldigung. Ich weiß ja, Liebling, ich weiß ja. Aber es ist ja noch nicht alles verloren. Oh, bitte, können wir denn jetzt nicht? Nicht hier. Piacere. Verzeihung, nicht Zimmer 15? Nein, das ist gegenüber. Entschuldigung, bitte. Kommen Sie, schließen Sie hinter mir ab. Den haben wir doch nicht zufällig. Machen Sie niemanden auf. Ich gehe zu Papi. Sie fahren hier entlang und hier ist die Playa Nova. Ein sehr schönes Bad. Ich sehe, Sie sind nicht nur geschäftlich hier. Darf ich die Karte behalten? Natürlich. Man muss nur früh genug hingehen, dann ist man fast alleine. Ich sollte wirklich mitgehen. Das geht doch nicht. Kabine 75, das ist sicher ganz da unten. Wozu eine Kabine? Was soll das? Aber es wird seinen Grund haben. Ich muss wirklich allein gehen. Man würde es merken, wenn Sie mitkommen. Ich glaube, dass es falsch ist. Nein. Doch. We'll be right back.
Kommen Sie ruhig herein, Fräulein Hohmann. Sind Sie Babek? Nein. Mein Name ist... Der sagt Ihnen nichts. Wo ist mein Vater? Sie können sich selbst davon überzeugen, wie es ihm geht. Ich rate Ihnen nur, ernst zu nehmen, was er sagt. Und was er sagt, sagt er aus freien Stücken. Auf diese Feststellung lege ich Wert. Kommen Sie, Hohmann. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Nein, danke. Wo bleiben Sie, Hohmann? Vater, was ist eigentlich los? Gib mir eine Erklärung für alles. Hör zu, Marianne. Ich kann dir keine vollständige Erklärung geben. Warum nicht? Ich bitte dich. Ich flehe dich an um alles in der Welt. Geh zurück nach München. Kümmere dich nicht um mich. Was? Weißt du eigentlich, was alles passiert ist? Ja, ich weiß. Ich weiß vielleicht nicht alles, aber das Wichtigste. Hörst du, was ich sage? Geh zurück und kümmere dich nicht um mich. Du, das ist etwas, was ich von dir verlangen muss. Es ist mein voller Ernst. Ich habe mir das genau überlegt. Lass mich in Ruhe. Tu nichts weiter. Unternimm nichts. Gar nichts. Geh nach Hause und schweige. Jedem gegenüber. Darum muss ich dich bitten. Yes. Es ist seinetwegen. Nein. Wenn Sie wollen, lasse ich Sie gerne alleine. Wer ist dieser Mann? Das ist nicht wichtig. Was für eine Rolle spielt er? Ich habe dir gesagt, es ist nicht wichtig. Nicht wichtig? Bei einer Sache, die mit Mord verbunden ist? Mord, Vater! Ach, Mord! Ich habe niemanden umgebracht. Aber gewisse Leute bringen sich selbst um, weil sie... Warum fragst du eigentlich? Ich habe dir doch gesagt, frage mich nicht. Ich habe etwas von dir verlangt. Schweigen! Ich will in Ruhe gelassen werden. Lass mich allein! Lass mich meine Wege gehen! Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, ist es. Mein voller Ernst. Aber Vater, du hast ja Angst. Angst? Überhaupt nicht. Nicht im Mindesten. Du willst mir also nicht sagen, was in Genua passiert ist? Nein. Nichts über deinen sogenannten Tod. Ertrunken im Hafen von Genua. Nichts darüber. Die Überführung nach München, das Grab. Wozu? Warum das alles? Gib mir eine Erklärung. Wer ist das Mädchen, mit dem du zusammenlebst? Das tust du doch, darüber besteht kein Zweifel. Was bedeutet das alles? Aber ich habe dir doch Babek. Gesagt... Wer ist Babek? Marianne, vergiss diesen Namen. Vergiss alles. Das ist das Einzige, was ich von dir will. Mehr will ich im ganzen Leben nicht mehr von dir. Aber das will ich wirklich. Nur darauf bestehe ich. Das verlange ich einfach von dir. Es tut mir leid, wenn ich dir das in einer Weise sagen muss, die dir nicht gefällt, aber du zwingst mich ja dazu. Wieso? Wieso zwingst du mich? Kaminski, kommen Sie. Ich bin zu Ende. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Herrgott, nun kommen Sie doch endlich. Kaminski! Ich bin am Ende. Sagen Sie ihr, was sie zu tun hat. Jetzt sollte ich nur wissen, tun Sie, was Ihr Vater von Ihnen verlangt? Natürlich. Sie brauchen sich keine Sorgen um ihn zu machen. Das ist ganz unnötig. Er befindet sich in den besten Verhältnissen, wovon Sie sich doch hoffentlich überzeugt haben. Es gibt keinen Grund, in dieser Angelegenheit noch irgendetwas zu unternehmen. Fräulein Hohmann ist schon oben. Was ist oben? Bin ich froh, dass Sie wieder da sind. Was war denn los? Ich habe mit Vater gesprochen, aber er hat mir so gut wie nichts gesagt. Überhaupt nichts. Bloß, dass ich nach Hause fahren und nichts mehr unternehmen soll. Und? Was wollen Sie jetzt machen? Psst. Oh, Ihr Zimmer, Senior, ist hier gegenüber.
Nummer 15, nicht 12. Pardon. Mach nichts. Mach nichts. Und? Werden Sie nun nichts mehr unternehmen? Ich weiß nicht, welche Gründe er hat für das, was er tut und das, was er sagt. Aber ich muss diese Gründe wissen. Er war mir noch nie so fremd. Ja, bitte. Dies wurde abgegeben. Für Signorina Roma. Sagen Sie, wer ist der Herr von Nummer 15? Signor Mendoza aus Winterthur. Der Herr ist Schweizer. Er war wie versessen darauf, das Zimmer 12 zu bekommen. Ich habe ihm gesagt, das geht nicht, Signore. Das Zimmer ist besetzt. Hat er Sie belästigt? Nein, 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 danke. Eine Fahrkarte nach München. Nichts weiter. Ich denke, das so etwas wäre eine letzte Warnung. Nicht an mich, an Sie. Können Sie feststellen, wohin dieser Wagen fährt? La Macchina, 212, aber Sie haben doch ein Funksprechgerät. Sie müssen doch feststellen können, wohin... Das Lufthansa-Mädchen war da. Sie ist mit einem Taxi weggefahren. Aber ich glaube, ich kriege raus, wohin der Fahrer das Mädchen gebracht hat. Ich habe auch was Interessantes erlebt. Pardon? Ich bitte um Verzeihung, ich bin untröstlich. Warum denn? Die Tür war offen, ich schwöre es Ihnen, es ist mir schrecklich peinlich, aber ich habe von meinem Zimmer aus keinen Blick, nicht diesen Blick. Aha, Sie sind leidenschaftlicher Fotograf, nicht? Ja, es ist unverzeihlich, was ich tue, aber... Ach, ach, ist halb so schlimm. Allerdings weiß ich nicht, was an diesem Blick so umwerfend sein soll. Schön ist er doch gerade nicht. Haben Sie Ihre Aufnahmen gemacht? Ja, ich bitte vielmals um Entschuldigung. Schön. Erlauben Sie, dass ich mich zurückziehe. Ja, natürlich. Sehen Sie? Merkwürdig. Warum fotografiert man so etwas? Signore Mendoza wird wissen, warum. Bei Gelegenheit werden wir ihn fragen. Kommen Sie nur rein. Oh. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich gerade Bescheid bekommen habe wegen Funktaxe 212. Das ist ja die Adresse, wohin der Fahrer das Mädchen gebracht hat. Ah. Castel Moro. Dankeschön. Mit wundervoll Privatbesitz. Danke. Danke. Sagen Sie, haben Sie, Herrn Mendoza, das Zimmer hier aufgeschlossen? Hat er das gesagt? Nun ja, er hat fast auf den Knien gelegen. Ich habe gesagt, das geht nicht. Aber er wollte nur ein paar Bilder machen. Ich habe gesagt, fragen Sie die Herrschaften doch selbst. Aber er sagt, na ja, das Licht ist gerade so günstig und... Er hat doch nichts beschädigt. Nein, 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 nein. Wie viel gab er Ihnen denn? 10.000 Lire. Aber ich habe gesagt, dass Sie mir ja nichts anhören. Das hat er mir auch hoch und heilig versprochen. Ja. Das sind Verhältnisse, was? Nicht läuten. Warten Sie, ich gehe hier übers Gitter. Wonach wollen Sie fragen? Ja, wonach? Die Geschichte von Mord und Totschlag bleibt an mir am Hals stecken. Wird ein bisschen umgebracht. Aber warten Sie. Ich schaue mich nun mal um. Ich komme gleich wieder. Qu'est-ce que vous faites là?
Kennen wir uns nicht? Nicht, dass ich wüsste. Oder doch? Warten Sie, warten Sie. Mein Gedächtnis ist bewundernswert, aber langsam natürlich. Sie haben mich ja beinahe über den Haufen gerannt am Bahnhof. Was machen Sie denn hier? Ich suche eine junge Dame, eine gewisse Marita Jung. Ich hätte ihr gern einige Fragen gestellt. Hier gibt es keine junge Dame. Entschuldigen Sie, darf ich Ihren Namen wissen? Wozu? Babek. Wer soll das sein? Sie kennen ihn nicht. Name ist Schall und Rauch. Wie der Dichter sagt, es gibt so viele Namen. Gefällt es Ihnen hier? Es ist sehr schön hier. Ja, das will ich meinen. Hier gelten die Maßstäbe, die ich setze. Das ist der höchste Luxus, junger Mann. Maßstäbe setzen. Für andere. Wie kommen Sie eigentlich auf Barbeck? Wenn Sie es nicht sind, spielt es keine Rolle. Haben Sie einen Augenblick Zeit? Wozu? Würden Sie die Güte haben, mich zum Hause zurückzufahren? Sehr gern. Bitte. Danke. Sie sind nicht weg? Nein. Warum sind Sie denn nicht weggefahren? Ihr Vater hat Sie doch so sehr gebeten. Er sagte, sie wird so viel Vertrauen zu mir haben, dass sie begreift, dass ich Gründe habe. Sind Sie allein hier? Ich habe mir übrigens aus Amerika jetzt so einen Rollstuhl bestellt mit einem Elektromotor. Wie ist er hereingekommen? Viel bequemer, denke ich. Weiß er denn nicht, wer das ist? Gehen Sie. Um Gottes Willen, gehen Sie doch. Warum lassen Sie Ihren Vater nicht in Ruhe? Wollen Sie ihn umbringen? Darf ich Sie auffordern, mit ins Haus zu kommen? Ja, natürlich, sehr gerne. Jetzt hätte ich noch gern Ihren Namen gewusst. Sie kennen ihn nicht? Woher sollte ich? Krupka heiße ich. Ich komme aus München. Ich sehe, der Name ist Ihnen bekannt. Ach, Unsinn! Kommen Sie! Für Erstaunen, aber Babek selbst ließ mich herein. Was wollen Sie eigentlich von Babek? Warum verfolgen Sie ihn bis hierher? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Man hat meinen Vater umgebracht. Einen ganz einfachen Mann. Brutal und mit völliger Gleichgültigkeit. Das habe ich begriffen. Und seitdem kann ich nicht mehr ruhig schlafen. Und ich möchte das jetzt wissen. Ich möchte wissen, wer auf diese brutale und gleichgültige Weise über Menschenleben hinweggeht. Das möchte ich wissen. Ja, das kann ich verstehen. Aber um mit Babek fertig zu werden, braucht man... Hören Sie zu, ich werde Ihnen helfen, so gut ich kann. Ich muss mir das überlegen, Sie kennen meine Situation nicht. Aber ich werde Ihnen helfen, gegen Babek. Aber jetzt müssen Sie unter allen Umständen gehen. Wohnen Sie in Bellevue? Ja. Gut, ich gebe Ihnen Bescheid, ich melde mich, ich verspreche es Ihnen. Bitte gehen Sie jetzt. Seien Sie nicht eigensinnig, bitte, bitte. Wo ist der Mann? Welcher Mann? Susanne. Wie geht es dir, Vater? Es geht mir immer gut, wenn ich weiß, dass du glücklich bist. Schnell. Packen Sie Ihre Koffer. Glauben Sie wirklich, dass wir in Lebensgefahr sind? Ja, das glaube ich allerdings. Ich glaube auch, dass Babeks Leute schon unterwegs sind.
Verzeihung. Ich möchte, wenn es irgendwie geht, mein schlechtes Benehmen korrigieren und nochmals um Entschuldigung bitten. Vielen Dank. Sind Ihre Fotos was geworden? Ja, glänzend. Ausgezeichnet. Wo haben Sie denn den Film so schnell entwickeln lassen? Sowas macht man doch selbst. Und sind Sie zufrieden? Ja. Nochmals Entschuldigung. Bitte schön. Höflich ist er wenigstens. Schweizer. Nichts hassen Sie mehr als schlechte Manieren und schlechte Geschäfte. Was wollte er fotografieren? Mal fragen wir ihn noch. Ja. Vielleicht weiß der Portier, wohin er gegangen ist. Emilio? Jetzt haben wir mal schlechte Manieren. Fleißiger Mann. Hier. Familienfotos. Hm, scheint ihm gut zu gehen. Haus, Wagen. Ah, tut ja auch was dafür. Fragt sich nur was. Aber keine negative. Vielleicht hat er sie mitgenommen. Ja. Vielleicht verkauft er sie an Pavic oder an Mazzini. Was mit diesen Fotos von der Kalasetta? Was mit diesem Schiff? Das muss ich herausbekommen. Und zwar sofort. Also, Hotel Royal. Ja, ich nehme da dein Zimmer und warte auf Sie, aber ich würde... Es ist besser so, sicherer. Bis später. Und verlassen Sie das Hotel nicht. Ja. Hotel Royal. Sie war bene, Signor. Also, auf Wiedersehen. Seguite quel taxi, per favore. Cosa fai oggi? E vado a prendere la mia ragazza. E dov'è? Sul lavoro. E a che ora finisci la tua ragazza? Sette. Alle sette? Sì. E dopo dove vai? E dopo vado a ballare. Ah, bravo, bravo, bravo. Tu vai a ballare anche, eh? Ehi, Luciano! Luciano! Ci vediamo stasera all'osteria! Sì, all'osteria dei Tre Cavalli! Ci vediamo all'osteria! A che ora? Alle otto! Va bene! Etwas zu trinken? Nein, danke. Wie kann ich Babek erreichen? Wieso? Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Die Überweisungen müssen noch längst bei Ihnen eingegangen sein. Ja, sind sie.
Ich hätte nur gerne mit Babek über weitere Geschäfte gesprochen. Was ist mit den Tellerminen? Aber das wissen Sie doch, die bekommen wir in Belgien viel billiger. Aber schließlich muss man den Qualitätsunterschied berücksichtigen. Qualität, Qualität. Hauptsache, die Dinger gehen hoch. Unsere Minen sind arsenalgepflegt, das muss man berücksichtigen. Warum kann ich nicht mit Babek selbst sprechen? Außerdem will ich noch mal über die Karabiner mit ihm sprechen. Für die Sie pro Stück $3 wollen. Irrtum 5. Ach, 5. Und die 30.000 Handgranaten will ich noch loswerden. 20% Versager. Ist das Ihre Sache? Die Zündung ist nicht in Ordnung. Das haben wir Ihnen doch gesagt. Trotzdem möchte ich Sie loswerden. Sonst noch etwas? TNT natürlich. Jensen ist billiger. 300 Tonnen. Sagen Sie, hören Sie mir eigentlich zu? Ihr TNT ist uns zu teuer. Darüber möchte ich eben gerne mit Babek sprechen. Babek würde Ihnen dasselbe sagen. Da bin ich nicht so sicher. Nein? Ich habe immer eine Möglichkeit gesucht, Babek überreden zu können, mehr von mir zu kaufen, alles von mir zu kaufen. Ich habe diese Möglichkeit gefunden. Das Negativ ist in Sicherheit. Ja. Ich glaube, Babek wird auf Ihren Vorschlag eingehen. Was ich mir gedacht habe. Er soll es um Himmels Willen nicht falsch auffassen. Ich habe nichts gegen ihn. Ich will ihn auch nicht aufs Kreuz legen. Aber ich muss die Mauser loswerden und die Handgranaten. Das alles blockiert mit 3 Millionen. Die Haubitzen habe ich ja auch noch. Sie wollen wirklich alles loswerden? So ziemlich. Wenn's geht. Babek soll nicht böse sein, deswegen. Wir haben ja immer sehr gut zusammengearbeitet. Sie schweigen. Tja. Vor allem freue ich mich wegen der Tellerminen. Warten Sie nicht, Babek. Heute Abend. Lassen Sie abholen. Bitte. Danke. Ich freue mich, dass Sie es nicht in die falsche Kehle kriegen. Ja, kommen Sie ruhig. Aber im Royal ist sie nicht. Gar nicht dort angekommen. Ich habe sie doch selber in ein Taxi gesetzt. Hier vor der Tür. Sie muss sich doch gemeldet haben. Ja, wissen Sie, ich war nicht immer hier. Vielleicht hat sie telefoniert. Höchstens das, meine Frau vielleicht. Nein, nichts. Wissen Sie, wenn etwas los ist, hinterlegt meine Frau immer einen Zettel. Na, sehen Sie doch nach. Ja, ich sage Ihnen doch, dass ich nichts finde. Aber sie wird eine Nachricht doch nicht. Moment. Und das da? Nein. Das hat Signore Mendoza hinterlegt. Das ist das Depositenfach. Tut mir leid. Danke. Okay. Können Sie Champagner besorgen? Französisch. Und bringen Sie mir rauf. Ja? Ja, salü, Schatz. Nein, nein, ich bin noch in Genua, ja. Hab mich nur mal melden. Nein, das Wetter ist gut. Wie ist das Wetter bei euch? Ah, was. Also, ich nehme an, ich bin morgen zurück. Ja, ja, ich bringe heute das Geschäft zum Abschluss. Sicher, ja. Ich bin nämlich eingeladen und wird am 9 Uhr abgeholt. Also, alles Gute und Schwitzli an die Kinder, gell? Ciao, Schatz. Ah, capisco, signore. Lei vuole delle copie? Ja, ja, copie, ungefähr so groß. 18x24, signore. Ja, ja, eine Stunde? Impossibile, signore, impossibile. Doch, doch, doch. Ich brauche die Kopien in einer Stunde. Mi dispiace, signore. Ja. Ah, va bene, signore.
Fermo, fermo. Le fotografie non sono ancora finite. Sennò si rovinano se lei le tira via. Sì, sì. Calassetta. Sotto. Come vede, signore, le fotografie le ho finite prima di un'ora. London? United Press? Ja, United Press, die politische Redaktion, bitte. Ja, ich warte. Hallo? Wer spricht? Herbert. Ja, hier ist Krupka, ich spreche aus Genua. Was sagst du? Ferien? Nein, nein, das gerade nicht. Hör zu, Edward. Ich habe eine Weltnachricht für dich. Betrifft Afrika. Aber er ist doch hier in London. Im Exil. Going to nightclubs. Nein, nein, der ist nicht in London, sondern hier in Genua. Und er geht auch nicht in Nachtclubs. Aber das bedeutet Revolution. Umsturz, Bürgerkrieg. Hast du irgendwelche Beweise? Aber natürlich habe ich das. Das Schiff heißt Calasetta. Was für ein Schiff? Calasetta. Calasetta. Kannst du mir das Foto rüberfunken? Ich brauche Zeit bis 10 Uhr. Bis 10 Uhr heute Abend, mehr nicht. Die Herren von Babek? Ganz richtig. Na, also. Moment. Geben Sie mir doch bitte den Briefumschlag, den ich... Ja, bitte. Ich hab's eilig. Machen Sie doch. Es tut mir furchtbar leid. Der Briefumschlag ist nicht mehr da. Nicht mehr da? Ja, ich verstehe es ja selbst nicht. Ich habe ihn doch selbst... Der muss doch da sein. Ach, entschuldigen Sie vielleicht, dass meine Frau... Mama, hai preso una busta dalla cassaforte. Kleinen Moment. No, non ne so Klar. niente. Sofort. Perché vivi sempre da me? Non so niente di Hallo. Cosa. Es tut mir furchtbar leid. Meine Frau hat den Briefumschlag auch nicht. Aber das muss ich doch... Das lässt sich aufklären. Ganz zweifellos. Es ist ja auch im Moment gar nicht so wichtig. Wir sollten jetzt gehen. Bitte, Signore. Er ist über die Mauer. Gut, komm. Thank you.
Allora domani non ci passo più l'aereo alle 8, andiamo per Parigi. Non è un problema. Sie kontrollieren Sie die Eintrittskarten. Leider habe ich keine, keine normale. Aber die, die ich habe, ist vielleicht auch nicht schlecht. Kommen Sie mit. Los. Sagen Sie mir nur, wohin. Krupka! Oh. Alles in der Welt. Sie hätte ich wirklich hier nicht erwartet. Also, ehrlich gesagt, ich sie auch nicht. Denn ich nehme an, wir befinden uns hier im Allerheiligsten. Im Arbeitszimmer von Babek. Habe ich recht? Ja. Woraus ich entnehme, Sie haben sich mit Babek, wie soll ich es nennen? Arrangiert. Arrangiert. Ich gebe zu, Babek hätte es gern verhindert, aber er konnte sich unseren Argumenten nicht verschließen. Mhm. Man muss Kompromisse machen im Leben, die Sie auch gemacht haben. Arrangiert habe ich mich nicht. Nein, aber Sie werden es tun, das meinen Sie. Sie sind auf Einladung hier, nehme ich an. Nein, ich kam über die Mauer. Sind Sie wahnsinnig? Jetzt kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Denn Sie haben sich ja arrangiert. Hören Sie zu, Sie kommen hier nicht mehr lebend raus. Ich kenne Babeks Methoden. Er ist ein Ehrenmann, aber in Geschäften versteht er keinen Spaß. Und sein Geschäft ist Waffenhandel. Ihres auch? Ja, und? Was sollen Sie damit sagen? Und was haben Sie denn beizusteuern? Arsenal gepflegte Tellerminen, noch sehr brauchbare Handgranaten, Napalm, Ihr Kettenhund wird wach. Halten Sie ihn zurück. Greift Babek nicht vor. Also, was haben Sie an diesem Geschäft beizutragen? Alte deutsche Flakgeschütze. Die Babek nicht haben wollte. Ja, ich gebe es zu. Wir mussten ihn überreden, uns mit ins Geschäft zu nehmen. Ein großes Geschäft, so wie es nur alle Jahre mal vorkommt. Ganz recht. Deswegen schickten Sie Homer nach Genua. Er sollte herausbekommen, mit wem Babek diese Geschäfte macht. Ja. Leider erfuhren Sie es nicht von ihm, denn Homer zog es vor, zu sterben. Sie erfuhren es vielmehr auf eine ganz andere Weise. Ein bisschen habe ich dabei mitgeholfen. Ja, und wir haben Ihnen unsere Dankbarkeit gezeigt. Ja, Sie hört jetzt ja, auf. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich bin nun nicht mehr auf Ihr Wohlwollen angewiesen, das sowieso fragwürdig war. Denn auch ich weiß jetzt, mit wem Babek diese Geschäfte macht. Wann geht die Revolution denn los? Wem gehört das? Mir. Statt Eintrittskarte. Keine schlechte. Hier, es gehört ja Ihnen. Nur behalten Sie sie nur, wenn sie Ihnen gefallen. Nein, nein, bitte, bitte. Ich erinnere mich nicht, Sie eingeladen zu haben. Habe ich ihn eingeladen? Nein. Sie hören, ich habe Sie nicht eingeladen. Was haben Sie da für Futter? Meine Herren, wollen Sie bitte draußen warten? Selbstverständlich. Obgleich ich natürlich an der Lösung dieses Problems sehr interessiert bin. Ich verstehe, ich verstehe. Die Flakgeschütze. Wollen Sie uns das Geschäft verderben? Wollen Sie bitte draußen warten, bis ich Sie rufen lasse? Selbstverständlich. Ja. Wie kommen Sie denn zu diesen Fotos von Mendoza? Hat er sie Ihnen gegeben oder haben Sie sich... Es sollte Ihnen genügen, dass ich sie habe. Babek. Ich muss gar nicht mal so leicht sein, solche Fotos zu machen. So, so. Und jetzt haben Sie Mendoza aufs Kreuz gelegt. Wissen Sie, ich habe ja nichts gegen diese Schweizer. Ja, sehr, sehr geschäftstüchtig. Aber Ihr Humor ist doch manchmal... zum Gott erbarmen. Und jetzt wollen Sie Babek aufs Kreuz legen. Ist gar nicht so leicht. Was meinst du dazu, Kaminski? Keine Ahnung. Skrupel. Aber. Ja, doch keine Skrupel. Ja, ja, komm nur rein, Susanne. Du kennst ja diesen jungen Mann. Er will Babek aufs Kreuz legen. Sagen Sie mal, wie wollen Sie das eigentlich anstellen? Mit diesen Fotos oder was haben Sie sich ausgedacht? Ich bin Journalist. Ich weiß, was diese Fotos der Weltpresse wert sind. Und Sie hatten mich fast überzeugt, dass Sie nur den Tod Ihres Vaters aufklären wollen. United Press hier hat diese Fotos. In einer Stunde, genau um 10 Uhr, wird der Umschlag geöffnet. Wie das klingt, United Press, in einer Stunde. Hast du gut gemacht, mein Junge. Ja, ich bezahle ihn. Ich will kein Geld. Er will viel, gib ihm viel. Warum wurde mein Vater umgebracht? Ich hab
doch gewusst, dass uns das noch mal Ärger bringen wird. Warum? Ja, warum, warum? Wir waren in einer Zwangslage. Stand so viel auf dem Spiel, gewaltige politische Veränderungen. Und der Roman wusste alles, hat alles herausbekommen. Die Leute waren hinter ihm her, musste schweigen. Und so waren wir vor der Entscheidung, entweder Roman wirklich zum Schweigen zu bringen oder die Leute glauben zu machen, dass er tot sei. Ja, sehr richtig. Nur einen Toten würde man in Ruhe lassen. Wir müssten also einen toten Hohmann präsentieren, aber wir hatten keinen. Aus dieser Verlegenheit befreite sie Dr. Brenner. So richtig, der Mann ist doch Arzt. Er sagte, wie sagte er doch, einen Toten zu beschaffen, kann so schwer nicht sein, nicht? Niemand hatte ihm den Auftrag gegeben, ihren Vater umzubringen. Was das Gericht feststellen wird. Ach, Babek, wollen Sie vor Gericht bringen? Ja. Prozess gegen Babek. Wo denn? In München vielleicht, was? Landgericht oder sowas? Schwurgericht. Mord. Ich habe den Verdacht, Sie sind ein Romantiker. Kommen Sie, kommen Sie. Trinken Sie, essen Sie, fühlen sich ganz wie zu Hause. Ich werde in der Zwischenzeit die Sache besprechen. Der macht das. Der Junge tut, was er sagt. Weltpresse. Der hat alles überlegt. Na und? Hat er uns in der Hand? Was machen Sie? Wie kommen Sie hierher? Würden Sie mich bitte mit Ihrem Vater bekannt machen? Wir kennen uns noch nicht. Nein, ich... Mein Name ist Krupka. Wie sind Sie hier hereingekommen? Babek bringt ihn um, wenn er ihn hier findet. Auch Babek bringt nicht immer gleich um, wie an Ihrem Beispiel zu sehen ist. Er bringt Leute nicht um, welche genau wissen, welches afrikanische Land morgen in einem Bürgerkrieg verwickelt werden soll. Und dass es um Waffen geht, um Waffen jeglicher Art, welche morgen die Kalasetta... Also, seid doch still, Mensch! Ach, wissen das die Herrschaften nicht? Das sind doch alles, also wie sagt man so schön, Geschäftsleute, die jeder zu seinem Teile beigetragen haben am großen Werke. Der eine mit einem Posten Munition, der andere mit Handgranaten, Flakgeschützen, Zielfernrohren, arsenalgepflegten Tellerminen, für die die Garantie übernommen wird, dass sie auch hochgehen. Wenigstens 80% ist doch Grund genug, einen erfolgreichen Geschäftsabschluss zu feiern, was man ja auch tut, wie ich sehe. Gehören Sie da jetzt auch dazu? Ja, ja, empören Sie sich. Es gehört dazu. Lassen Sie sich in Ihrem Alter gewissermaßen empört über Dinge, die man nicht ändern kann. Aber Sie wissen ja nicht Bescheid. Ich kenne Ihre Geschichte ganz genau. Sie kamen hinter das Geheimnis und Babek machte Ihnen ein Angebot. Ich sage Ihnen, Sie kennen es meine Geschichte darum, nicht. Es geht darum, die Konkurrenz abzuschütteln. Mazzini zum Beispiel, der Sie nach Genua geschickt hat. Aber das ist Unsinn, Sie haben ja keine Ahnung. Okay, die Konkurrenz sollte nicht herausfinden, was Sie herausgefunden haben. Deshalb starben Sie, scheinbar. Wirklich nur deshalb? Mein Angebot war... Sie machten Angebote? Ja. Die Situation setzte mich in die Lage, etwas verlangen zu können. Geld? Ja, zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich etwas verlangen. Junger Mann, ich habe zu viel gesehen, zu viel erfahren, um diese Chance ausschlagen zu können. Sie werden sie ausschlagen müssen. Denn ich kann nicht auf Sie verzichten. Im Prozess gegen Babek. Prozess gegen Babek? Ja. Wir schaffen es nicht in einer Stunde. Wir brauchen auch diese Nacht dazu. Was für Leute, die eine Revolution nicht 3 Tage früher stattfinden lassen können. Naja, wenn ich daran denke, dass die wahrscheinlich noch mit Buschtrommeln arbeiten, frage ich mich, was die überhaupt mit Flakgeschützen anfangen sollen. Nicht unsere Sorge. Ja eben, die sollen ja nur bezahlen. Das tun sie auch erst morgen. Ja, also ich nehme an, die Herren sind mit mir einer Meinung, dass wir unserem jungen Freund, der uns so gerne erpressen möchte, zu Willen sein müssen. Jedenfalls bis morgen früh. Oder? Dir scheint es ja Spaß zu machen, Susanne. Babek in Nöten. Wann kann denn die Kalasetta frühestens auslaufen? In einer Stunde. In einer Stunde, wo so viel auf dem Spiele steht. Glauben Sie mir, ich habe mit dem Tode Ihres Vaters nichts zu tun. Ich hätte nie meine Einwilligung gegeben, das Problem in dieser Weise zu lösen. Aber Sie werden Babek nie dazu bringen, vor Gericht zu erscheinen.
Niemals! Noch 45 Minuten. Marianne, bring ihn dazu, das nicht zu verlangen. Das nicht. Das kann er nicht verlangen. Es steht doch zu viel auf dem Spiel. Dinge von großer politischer Tragweite. Es findet anscheinend eine Geheimkonferenz statt. Die Herren sehen ihre Felle davonschwimmen. Ihr Pulver wird nass. Tja, meine Herren, das ist die Lage. Die Frage ist, findet die Revolution statt oder findet sie nicht statt? Ich sage Ihnen, meine Herren, sie findet nicht statt, wenn die Presse erfährt, um welches Land es geht, wer dahinter steht und was die Calasetta geladen hat, die, und das ist das Schlimmste, noch immer im Hafen von Genua ist. Zur Lösung dieses Problems haben wir noch wie viele Minuten Zeit, Erich? 40. Also, was will der Mann eigentlich? Babek den Prozess machen. Kann man den Mann denn nicht auf andere Weise überzeugen? Ich bitte um Ihre Vorschläge. Sie sind ja bewandert in Krisen. Überlegen aber lange. Müssen Sie denn alles in dieser Weise auf die Spitze treiben? Arrangieren Sie sich doch. Schlagt ihm das nicht vor. Ich höre nichts. Bitte Ihre Vorschläge. Susanne. Wir müssten auf das Geschäft verzichten. Aber das ist doch vollkommen ausgeschlossen. Für die meisten von uns wäre das eine Katastrophe. Sie werden sich an den Gedanken gewöhnen müssen. Der Mann will Babek. Ja, das wissen wir ja, das wissen wir ja. Aber was wir brauchen, ist ein Ausweg aus diesem Dilemma. Ich sagte, der Mann will Babek. Ja, was willst du damit sagen? Wir sind ja ganz unter uns, meine ich. Was hier passiert, bleibt unter uns. Willst du dich nicht ein bisschen deutlicher ausdrücken, zum Teufel? Warum soll er Babek nicht bekommen, wenn er Babek will? Wer macht es? Seid ihr denn wahnsinnig? Ja, aber dazu habe ich doch was zu sagen. Hört mich doch erst einmal an. Ich habe doch jetzt... Er sah keinen anderen Ausweg. Sie haben es geschafft, Krupka. Babek ist tot. Jetzt halten Sie die Nachricht doch wohl zurück. Na? Hast du es wieder mal geschafft, Babek? Susanne, es gab keine andere Möglichkeit mehr. Komm, bleib da. Komm, Susanne, geh nicht runter. Bleib da, Susanne! Das war die einzige Lösung, Susanne. Ich habe ihn nie besonders gemocht. Aber er war mein Vater. Ach, Susanne. Ich habe nie verstanden, warum es ihm Spaß gemacht hat, für dich Babek zu spielen, den großen Babek, während du die dreckigen Geschäfte gemacht hast. Was hat ihm Spaß gemacht? Susanne, was war denn dein Vater? Ein alter Schmierenkomödiant. Es war die beste Rolle seines Lebens. Ich habe ihn dafür bezahlt. Und wie? Ja, ja, ich weiß. Er war charakterlos. Aber er war mein Vater. Susanne, bitte nichts anrühren, die Polizei. Die Polizei muss erst kommen und alles aufnehmen, aber... Susanne, leg das weg! Manfred! Warten Sie!
Ich komme mit Ihnen. Sagen Sie, da haben Sie, da war doch was. Haben Sie da eben nichts gehört? Nein.